1000 schlau. Stark im Leben. Kommen wir jetzt zum vorletzten Teil, zu den Netztechniken. Viele Informationen abspeichern. Eine schöne Methode, die häufig unterschätzt wird, weil sie ein bisschen albern, ein bisschen schwieriger ist, ist die sogenannte Bündelmethode. Es gibt ja zwei Varianten. Zum einen kann ich Informationen in ein großes Paket packen. Ich packe meinen Koffer, das Kinderspiel ist ja bekannt. Das heißt, man bildet aus Informationen, ohne es mit etwas anderem zu verbinden, wie wir es eben gemacht haben, macht man einfach eine Geschichte und kann sich auf die Art und Weise Informationen merken. Die zweite Variante ist, man verbindet es mit anderen Objekten, zeige ich gleich, machen wir erstmal die Geschichte. Ja, ich will euch hier mal eine Geschichte zeigen. Also hier diese Verbindung der einzelnen Pakete miteinander, um sich mehr Informationen zum Beispiel zu einem Fachthema, das man lernen will und so weiter, einprägen zu können. Hier ist eine Geschichte. Ja, da gibt es ein Haus. Ich ergänze das jetzt noch ein bisschen. In dem Haus wohnt ein Rabe. Und dieses Haus hat eine Lücke, die ist so klein, dass man sie nur mit einer Lupe sieht. Deswegen ruft man den Heilermann, ist eigentlich Unsinn, aber wir nennen den jetzt mal so. Der kommt in dem Kostüm eines Schupos, eines Schutzpolizisten. Er flickt die Lücke mit einem Schal, den er aus seiner rostigen Karre nimmt und baut neben dem Haus ein Kartenhaus auf. Das Haus hat kein Dach, deswegen legt er seine Kappe auf dieses Haus. Und er stellt Weizensäcke rein, die feuergefährlich sind. Ahnt ihr schon, was da kommt? Ja, das ist der Bundespräsident. Dann kommt der Herzog, der hat ein Bier in der Hand. Warum hat er ein Bier in der Hand? Weil er so eine raue Stimme hat, von vielen rumschreien, oder? Moment, übersetzt mal gerade das Bier, wir hatten das gerade. Bier ist welche Zahl? P und vergessen. B ist, P ist sieht aus 6. wie? Nee, die 9. Nee, die 9 und das R? 4. Genau, 94. 94. Ich rede gerade mal weiter und ruft mit rauer Stimme eines Babys. Baby. 9, genau. Genau, alles war, eigentlich müsste hier jetzt Köhlern stehen, bis es schwarz ist wie Zorro. Zorro ist 0 und 4. Wir haben die Assoziation. Ja, wenn ich das jetzt hier fett mache. Klar, oder? Mhm. Heuss, Lübcke, Heinemann, Scheel, Carstens, Weizsäcker, Herzog, Rau und Köhler. Ganz einfach. Und die Jahreszahlen haben wir auch noch. Das Haus mit dem Raben, die Lücke mit der Lupe. Lupe steht für? 5, 9. Genau, 9, der Kopf muss da schon arbeiten. Und so kann man in eine Geschichte Informationen packen. Mehr Informationen zu diesem und anderen Themen sowie zum Autor finden Sie auf unserer Webseite unter www.tausendschlau.com.